Willkommen zurück. Leon Fox Brigade meldet sich zurück und ich denke, wir wechseln den Einsatzort erstmal wieder. Wir haben eh einige Reparaturen durchzuführen und meine Verletzung auszukurieren. Ich schaue gerade so, was ich anbieten würde. Ich habe noch nie Flashpoint-Einsätze gemacht, ne? Sollen wir da mal so eins vertesten? Obwohl, das ist ja Blödsinn, oder? Das ist das Ziel Liao. Scheint so, weil der Auftraggeber ist das Lyranische Commonwealth. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir für... Also, dass wir auf der Seite von Liao stehen, sondern logischerweise auf Steiners Seite. Da wir einen Steiner-Konvoi durchfahren, ich will zu eskortieren. Nee, so was machen wir nicht. Das ist ja Hochverrat. Ich kann's knicken. Trotzdem würde ich so ein Ding gerne mal machen wollen, irgendwann, wenn sie es mal richtig anbietet. Why not? Hier wäre eins für Liao, ne? Oder? Aber das ist wahrscheinlich noch. Ne, das ist was anderes, aber das ist auch ein mega hoher Schwierigkeitsgrad. Harald Knitter ist das Gebiet übel. Da würde ich zerrissen werden. In alle Stücke. In jedes kleine Stück. Was man sich nur vorstellen kann. Ne, fliegen wir nach New Roland. Das sieht ganz interessant aus. Da werden wir wahrscheinlich einige Aufträge auf Seiten der Konföderation gegen Mark bekommen. Vielleicht auch gegen Piraten. Und wir werden in der Zeit, denke ich mal, auch alles reparieren können. Und ich hoffe, auch meine Verletzungen auskurieren können. Ne? Hey Boss, we've just completed those. Wir haben die Stromkabel jetzt auch repariert. Das habe ich einen Auftrag gegeben. Vielleicht sollten wir sogar überlegen, ein weiteres Upgrade fürs Schiff bereits anzustreben. Okay, also die gelben Sachen sind installiert, die weißen Sachen können wir installieren. Und dank des Stroms können wir ein paar neue Sachen machen. Ein Trainingsmodul werde ich niemals brauchen. Niemals. Wir verbessern mal weiter die Reparatur- und Umrüstungsmöglichkeiten. Das macht definitiv Sinn. Das und die Krankenstation. Aber für die Krankenstation muss ich noch irgendwas anderes aufwerten. Ich will halt immer nur, dass meine Leute und meine Mechs möglichst schnell wieder einsatzfähig sind. Ne? Wenig Downtime. So, die Mechs sind alle heile. Selbst der Bauauftrag wird schneller fertig sein als meine Gesundheit. Traurig. Klassenkrieg. Lautes Geschrei hallt durch die Messe und als du dort ankommst, siehst du, wie sich Shadowcat und Hope Kopf an Kopf gegenüberstehen. Deine Adelsfamilie ist mir scheißegal. Du gibst mir keine Befehle, faucht Shadowcat und piekst dem anderen Mech-Krieger bei jedem Wort in die Brust. Hope hebt das Kinn. Selbst hier draußen in der Peripherie solltest du so viel Hirn haben, auf die zu hören, die über dir stehen. Die Faust von Shadowcat kracht in das Gesicht des anderen Mech-Kriegers, bevor irgendwer intervenieren kann. Hope taumelt betäubt zurück, das Blut spritzt nur so aus ihrer gebrochenen Nase. Es herrscht bedrückende Stille, aber endlich werden die restlichen Personen im Raum auf sich aufmerksam. Eine einzige Gabel fällt zu Boden. Also das auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, ob man beide bestraft oder ob man nur Shadowcat bestraft. Es ist halt ein Riesenunterschied zwischen der verbalen Auseinandersetzung und der tätlichen, deswegen werde ich jetzt nur Shadowcat bestrafen. Muss er hinnehmen. Hope und Shadowcat stehen sofort still, als du langsam auf sie zugehst. Du bleibst vor Shadowcat stehen, sie versucht Augenkontakt zu vermeiden und blickt stattdessen stur geradeaus über deine Schulter. In meiner Messe gibt es keine Prügeleien. Es ist mir egal, ob Hope eine Fitzpiepe ist. Bis sie sich wieder beruhigt haben, nehmen sie an einem keinen Aufträgen teil und jetzt gehen sie aus den Augen. Sie dreht sich, stack sich und marschiert aus dem Raum. Eine blutige Faust weiterhin geballt. Gegen Ende der Woche berichtet Darius, dass Hope ihre adlige Herkunft weiterhin missbraucht hat, um die anderen Piloten herumzukommandieren. Wenn sie so weitermacht, wird er noch von einem
Wenn sie so weitermacht, wird ihr noch von einem von unserem Kopf abgeschossen. Das ist nicht Deutsch, deswegen habe ich es falsch gesagt. Shadow hat 7 Tage nicht verfügbar. Uff. Und 30 Tage niedergeschlagen. Ja gut. Hope ist gut gelaunt. Toll. Moral ist verringert worden. War nicht der beste Ausgang der Situation. Ich hätte vielleicht doch beide bestrafen sollen. Ja gut, wenn man vielleicht beide auf verschiedene Weise bestraft. Aber es klang halt so, als ob ich jetzt beide für eine gleiche Tat bestrafen würde. Na, egal. Nicht gut gelaufen. Kann nicht immer alles gut laufen. So, ich investiere erstmal nicht mehr in die Argus. Erst nicht zu viel Geld reinstopfen. So. Kommen wir bald auch an. Ich will nämlich mit dem Laden gucken, ob die vielleicht Grasshopper-Teile haben. Wir brauchen ja immer noch eins. Immer noch relevant für uns. So, Ankunft. Der neue Planet. Ready to go over financials whenever you are. Okay, ja, ist wieder dick Geld abgezogen. Looks like we've arrived, New Roland. Den Laden direkt besuchen, bitte. Nee. Einen kompletten Katapult gibt's ja auch. Sehr schön. Bringt mir nur leider nichts. Ein Highlander ist schon ziemlich cool, aber ich will keinen Highlander. Darum geht's mir jetzt echt nicht. Ich will einen scheiß Grasshopper. Aber hier ist wieder keiner bei, okay. Ich muss vielleicht mal rausfinden, wo man den Grasshopper eher findet, welche Fraktionen er benutzt. Hätte ich ja vielleicht mehr Erfolg beim Suchen. Habe ich jetzt schon wieder doppelt Max, die ich verkaufen könnte? Ach, das sind Max. Nicht verkaufen. Ich wollte sagen, weil ich bin Highlander, aber das waren nicht meine Max. Ja, hier den Centurion habe ich hier doppelt, den kann ich einen verkaufen. Haben uns noch irgendwas doppelt? Ja, hier. Locust haben wir auch schon wieder doppelt. Das war's. An Doppelten. Gut. Gut, gut. Dann Aufträge. Dafür sind wir eigentlich doch hier. Missions pauken. Ja, kommst da? Mach hinne. So, ja, sehr viel Lehrer-Mission. Sehr schön. Haben wir jetzt beschützen? Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Ja, komm, hier beschützen wir wieder was. Gibt's ja gut Kohle für. Und ich kann trotzdem 2 Teile abgreifen. Also 2 Wahlteile plus 8 Zusatzteile. Also 10 Teile bei der Kohle klingt ehrlich gesagt ganz angenehm. Shadowcat kann wieder benutzt werden. Sie ist aber immer noch niedergeschlagen. Ja, ist das so schlimm? Die Moralfähigkeiten finde ich jetzt nicht so todwichtig. Da komme ich ja drum herum. Aber sie soll sich meinetwegen kommen. Ruhe ich meine Runde aus hier. Kommen wieder zur Fasson. Hope hat immer eine gute Laune. Dann nutzen wir sie doch einfach mal. Ja, machen wir das so. Ich hoffe, da geht nichts schief. Man weiß ja nie, ob wir alle Leben zurückkommen. Mission ist immer die Frage, ne? Wie viele kommen da? Erstmal, was kommt und wie viel kommt? Es gibt manche, die sind so unfair, weißt du, wo du drei Lanzen auf einmal dich angreifen und teilweise auch schwere Max enthalten. Und du denkst, ja, wie soll ich das schaffen mit 4 Max? Vor allem, weil ich das Feuer auf mich ziehen muss, weil sonst die Gebäude 0, nichts zerstören. Wir haben hier auf New Roland ein zentral gelegenes Versorgungsdepot, über das mehrere umkämpfte Fronten versorgt werden. Da der Großteil unserer Truppen anderweitig im Einsatz ist, suchen wir noch einen Söldnerlanze, die diesen Außenposten bewacht. Uns liegen keine Informationen über eine spezifische Bedrohung vor, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nun, ich würde hier wahrscheinlich wohl kaum hinkommen dürfen, wenn hier wirklich niemand kommen würde. Das wäre mal was, oder? So viel Kohle bekommen und einfach wirklich nur den Wachdienst schieben. Wird nicht passieren. Gut, ich mute mich erstmal wieder und wir begeben uns ins Gefecht. Command interface initiated.
All right, everyone. Stay frosty. How's it going? Move order received. Time to earn our money. Order acknowledged. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass es nicht bei dieser einen Lanze bleiben wird, weil das viel zu leichte Mechs sind. Und das ist immer so nervig mit leichten Mechs, weil sie immer reinrennen. Du kannst sie nicht abschießen und nächste Runde schießen sie alle fröhlich auf die Gebäude. Sie fangen so jetzt schon an, bevor ich hätte jemals schießen dürfen. Aber ich gehe davon aus, es wird noch irgendeine andere Lanze kommen. Deswegen lasse ich momentan zumindest den Blackjack hinten stehen. Ich wünschte, mein Mech wäre da oben gespawnt. Aber leider ist meiner unten gespawnt. Naja. Yes, Commander. Roger that. Target confirmed. Yes, Commander. Roger that. Have some of this. Enemy down. This should be good. Shot went internal. Standing by. That hit something good.
good to go. Affirmative. Engaging multiple targets. Enemy mech destroyed. Orders. Destroyed. I'm picking up a new sensor trace. Looks like enemy reinforcements. Ja, ich bin nicht überrascht. Das war klar, ne? Commander? Confirmed. Target locked. Standing by. On my way. Let's do this. Heading out. Acknowledged. Hostile removed. Oh, wie erfreulich. Da von der anderen Seite kommen auch noch welche, die mir nicht gemeldet wurden. Oh, sogar zwei. Also es sind für mich wieder drei Lanzen. Drei Lanzen. Und ich muss Gebäude beschützen. Alles klar. Super fair. Und vor allem die optionale Nebensache, dass ich kein einziges Gebäude verlieren soll, ist, glaube ich, fast wieder unerreichbar. Aber mal schauen, mal schauen. Ja.
Also wenn die sich auch noch so koordinieren und alle dasselbe Gebäude angreifen, dann... Commander? Target acquired. Slight damage. Hold in firm. All right. Failed to connect. Es ging jetzt hauptsächlich darum, irgendwie die Aufmerksamkeit dieser ganzen Necks auf sie zu ziehen, was natürlich nicht gesund ist auf Dauer, aber ich muss ja irgendwas tun. Und natürlich das Ausweichen zu reduzieren. Engaging multiple targets. What do you need? Da oben kommt ernsthaft eine komplette Lanze. Also, was meine ich halt? Es ist egal, ob das wie leichte Mechs sind oder so. Wenn das drei komplette Lanzen sind, die von allen Seiten angreifen. Und das in der Beschützermission. Das wäre schon nervig genug durchzuhalten, aber ich muss die Gebäude auch noch beschützen. Manche Missionen, ich weiß ja nicht. Und das ist ja auch, das geht jetzt ja noch. Ich hatte dasselbe schon mal mit schweren Mechs. Mit schweren Mechs in diesen Lanzen. Und dann hast du keine Schnitte. Überhaupt keine. Weil wenn du das Feuer auf dich ziehst, ist es zerstört. Und wenn du es nicht tust, werden die Gebäude in wirklich in ein, zwei Runden zerstört. Ja. I copy. Friendly structure down, Commander. Das werde ich nicht schaffen. Absolut nicht. Also, erstmal ist es, ich kann mit Sicherheit gleich sagen, dass jeder, kein Mensch in der Lage gewesen wäre, die Zusatzmission hier zu erfüllen. Keiner. Offensichtlich lassen sie sich von mir auch nicht ablenken, wie ich dachte. Das heißt, sie schießen auf die Gebäude, obwohl ich vorher auf sie geschossen habe. Das heißt, diese Mission ist vielleicht sogar gar nicht schaffbar. Aber die Bonusmission war jetzt unmöglich zu schaffen. Außer du weißt bereits vorher, woher sie kommen. Aber selbst dann ist es fast unmöglich, weil es ja jeweils vier Lanzen. Das werden ich meine Leute verschieden aufstellen würde am Anfang. In dem Moment, wo da einfach vier Mechs kommen, kann ich einen Mech alle aufhalten. Das ist unmöglich. Ich hoffe, dass ich es wenigstens einigermaßen noch schaffe. Das ist ein Durchhalten. Wenn das Durchhalten hat damit nichts zu tun. Ich könnte das lange durchhalten, aber die Gebäude nicht. Also das ist Blödsinn. Ich weiß, warum ich manche Missionen so selten bis gar nicht mache, ne? Ja. Armor Breach, internal damage. Was
What's up, boss? Location confirmed. Engaging target. Reporting critical hit. Barely a hit, Commander. Waiting for orders. Ten-4. Engaging multiple targets. Waiting for orders. Location confirmed. Roger. Light damage, Commander. I'm gonna need a medic. Na schön, wenn ich jetzt die Mission verkacke, habe ich mir auch eine Verletzung eingeheimst. Und ich habe vor dieser Mission nicht gespeichert. Deswegen speichere ich normalerweise immer, weil wenn die Mission unfair würde, dann würde ich halt schon gerne laden können, ne? Weil ich dann noch Verletzungen bekomme, die ganzen Kosten selbst noch decken muss. Ja Gott. Ich hoffe, ich schaff's wenigstens, aber gut sieht nichts aus. Gut sieht's nicht aus. Reporting internal damage. Ready. Standing by. Engaging target. Good
critical hit, Commander. Engaging multiple targets. Acknowledged. Confirm. Damage minimal. Commander? Target confirmed. I'm receiving you. Copy that. All right. Engaging multiple targets. In solchen Missionen, also ich glaube schon, dass mit dem auf sich draufziehen so ein bisschen funktioniert, weil man das in der Story-Mission mal gelernt hat. Deswegen hoffe ich immer, dass das einigermaßen funktioniert, zumindest in den meisten Fällen. Und es scheint gerade auch zu funktionieren.
Deswegen sage ich immer, wenn ihr so eine Mission macht, wo ihr was beschützen müsst und davon ausgehen müsst, dass so viele Gegner kommen, nehmt immer Characters mit Multitargeting mit. Hätte ich jetzt nicht Hope und Fox dabei, die hat mehrere Ziele auf einmal anvisieren können, was nicht unbedingt immer die geilste Fähigkeit ist, aber in solchen Situationen ist es so wichtig. Ohne das wäre alles schon längst im Eimer. All weapons, fire. Scored a critical hit. Shot got past my armor. What flank? Du und Jules Victor musst echt einiges einstecken diese Runde. Aber Hauptsache, sie schießen nicht auf die Gebäude. Ist halt so. Ich muss auch einstecken. Aua. Na okay. Damage minimal. Standing by. I copy. I'm here. Roger. Engaging multiple targets. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie nützlich es sein kann, für gerade für Characters wie meinen jetzt, ne? Diese Mindestreichweite zu reduzieren, damit ich selbst in dieser kurzen Reichweite LRMs benutzen kann, sonst wäre das nämlich nichts geworden. I'm here. Move into position. Affirmative.
black on AC-10 ammo. Es wird langsam kritisch im Rücken, aber er hat von beiden Seiten Gegner, ne? Aber dann greift der mich an. Besser als noch jemand, der auf Doom Drone schießt, weil das wäre nicht gut gewesen. Wir haben es geschafft. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es geschafft. Yes, Commander. Confirmed. Affirmative. Warning. Armor low. Yes, Commander. On it. All weapons go. Reporting. Critical hit. Standing by. Locked on. Target's taken a critical hit. Mission successful. Wow, also ganz ehrlich, eine Runde länger hätte echt gefährlich werden können. Also fürs Überleben in diesem Fall von einigen. Oh, aber wir haben es geschafft. Aber ganz ehrlich, ich bin echt der Meinung, wenn man hier blind in die Mission reingeht, du kannst unmöglich diese Zusatzmission schaffen, oder? Also, what the fuck. Egal. Egal, wir haben es geschafft. Hätte schlimmer sein können. Definitiv. Gut, damit wäre eine Mission geschafft. Hat schon recht lange gedauert, aber naja, wir machen trotzdem zwei. Das ist der Sinn der Sache. Dafür mache ich jetzt ja nicht ganz so viele Folgen. Also, ich mache jetzt drei Folgen,
Die werde ich auch mal, denke ich mal, hintereinander rauskloppen am Wochenende. So Freitag, Samstag, Sonntag mäßig. Und dann vielleicht mal gucken, ob ich nächste Woche dann nochmal Freitag, Samstag, Sonntag welche mache. Oder für Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist eigentlich ganz okay. So gehen auch die Länge der Folgen klar. Mal gucken, wie lange ich das noch mache, bis ich wieder ein bisschen pausiere. Den haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon. Bin mir sehr sicher, den können wir eigentlich direkt verschrotten kommen. Der einzige Grund, warum man verschrotten weniger Geld bekommt, ist, dass man dann die Teile behält, die Waffenteile. Schätze ich zumindest. Das wäre zumindest eine Erklärung, warum das so ist. Golden Boy ist 14 Tage außer Gefecht, aber das können wir verkraften. Wir machen direkt wieder eine Mission. Ah, nee, Reparaturen. Moment. Reparaturen muss ich trotzdem noch machen. Das ist wichtig. Am wenigsten haben wir keine Teile verloren, also keine Waffenteile und keine Körperteile. Und das ist schon immer sehr viel wert. Deswegen lege ich immer so viel Wert auf Panzerungen als auf Waffensysteme oder teilweise auch Sprungdüsen, die ich dann eher rausbaue, um noch mehr Panzerung reinzukriegen. Weil im Endeffekt muss ich die Scheiße nur bezahlen, ne? Die Gegner nicht. Die können sich natürlich andere Builds leisten. Sag ich mal. So, Aufträge. Irgendwas Angenehmes noch. Eine Kopfgeldjagd. Vielleicht, wenn es nicht gegen Liao ist, mache ich sie mal. Wir müssen ja nicht nur für... Ja, es ist gegen Canopus, okay. Wir müssen ja nicht nur für Liao arbeiten. Wir machen es primär, aber wenn sich ja was anderes anbietet und das nicht gegen Liao ist, warum nicht, ne? Ja, doch. Machen wir so. Ach, ich muss den Planeten dafür verlassen. Ja, das wusste ich nicht. Dammit. Ah, das hatte stand natürlich dabei. Ich habe es natürlich übersehen. Ich denke da manchmal nicht dran, dass manchmal Missionen auf Nachbarplaneten auch angezeigt werden. Gut, dann müssen wir diese Sequenz jetzt eben nochmal über uns ergehen lassen. Okay, die... So gut wie neu. Golden Boy springt voller Freude aus seinem Bett, als sie die Krankenstation betreten. Commander, es ist ein Wunder. Dank eines kaum bekannten natürlichen Heilmittels bin ich so gut wie neu. Das habe ich beim letzten Landgang günstig abgegriffen. Ein MedTech zeigt auf die Röntgenaufnahmen auf dem Bildschirm. Ich gebe es nur ungern zu, aber irgendwie ist die Haarfraktur von Golden Boy in Rekordzeit verheilt. Sehr verblüffend. Ich glaube, sie wollten erstaunlich sagen. Keine Sorge, Commander. Das ist ein komplett natürliches Mittel. Die heilende Wirkung wird aus dem Horn eines Strafford-Narwals gewonnen und zu einem Pulver verarbeitet. Schmeckt super mit Kaffee. Der MedTech reißt alarmierend die Augen auf. Wir sollten Golden Boy noch eine Weile beobachten. Auch wenn seine Fraktur geheilt ist, wissen wir nicht, welche unerwarteten Nebenwirkungen durch die Einnahme dieses nicht abgesegneten Substanz auftreten können. Kommen Sie schon, rummelt Golden Boy. Diese Woche bin ich dran, das tägliche Training zu leiten. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe ein echt krasses Programm geplant. Können die MedTechs nicht stattdessen einfach das Mittel unter die Lupe nehmen und beweisen, dass es keine Nebenwirkungen gibt, Commander? Ja, analysiert das Mittel, warum nicht? Die Ergebnisse sind vielversprechend. Wer weiß, Golden Boy, vielleicht müssen wir in der Krankenstation Navalstaubvorräte anlegen. Sie zucken mit den Schultern und wenden sich an den MedTech. Analysieren Sie das Pulver und erstatten Sie dann Bericht. Eine Stunde später erhalten Sie einen aufschlussreichen Bericht. Sie fassen ihn für Golden Boy zusammen. Fangen wir mit den schlechten Neuigkeiten an. Ihr natürliches Heilmittel ist eine Mischung aus Backpulver und Kristallzucker. Jeder angebliche Nutzen ist reiner Placebo-Effekt. Backpulver? Sein Gesicht verzieht sich zu Grimasse. Sie nicken und fahren fort. Die gute Nachricht ist, dass wir sie entlassen können. Wie es aussieht, ist der Haarbruch nicht so schlimm wie gedacht. Sie lassen den Bericht sinken. Wie viel haben sie überhaupt in diesem Mist bezahlt? Golden Boy stöhnt. Zu viel. Ich wusste ja nicht, ob dieses Zeug auch woanders bekomme. Ich habe 15 Kisten gekauft. Schön. Sehen Sie es positiv, mehr Krieger. Die Küche kann damit ein paar hundert Kuchen backen. Sie grinsen, aber Golden Boy lässt sich tiefer ins Bett sinken. Okay, seine Verletzung erholt und er ist 14 Tage lang niedergeschlagen. Ja, okay, gut, dann ist das so. Ja, das wird eine lange Folge. Aber es ist ja die Sonntagsfolge dann sozusagen, also die letzte der drei. Ich werde, glaube ich, jetzt immer so ein Dreierpacks machen. Das ist ganz gut. Sobald ich mal diesen ollen Grashopper endlich habe, den ich unbedingt haben will, machen wir auch mal diese komischen... Versuchen wir mal eine von diesen etwas spezielleren DLC-Missionskampagnen-Dinger dazu machen. Wir haben Cluster erreicht. Jetzt
Nein, noch nicht den Auftrag machen, weil wir gucken natürlich ganz kurz in den Laden, ne? Man weiß ja nie, ob hier nicht ein Grasshopper rumhüpft. Ne, hier hüpfen nur Zikaden rum. Und Zikaden brauchen wir nicht. Ein Cyclops hatte ich auch noch nie, aber ich will nicht so viele Mega-Monster-Schwere. Ne, hier ist nichts Relevantes. Bedauerlicherweise. Gut. Dann zum Auftrag. Hier nicht gespeichert. Aber wie schlimm kann es schon werden, ne? Ja, wir nehmen Goldman mal mit, auch wenn es ihm nicht. Ach, doch, Goldman muss sich mal ausruhen. Dann nehmen wir halt Shadow Cat mit. Auch wenn sie immer noch ein bisschen niedergeschlagen ist wegen der ganzen Situation. Aber das ist in Ordnung. Ich muss mal gucken, dass ich den Marodeur konfiguriere. Werde ich auch mal in der Zwischenzeit mal angehen. So. Ich überlege halt, den Marodeur vielleicht für Shadowcat zu konfigurieren. Und dann einfach Hope in den Kataphrakt zu setzen und den Blackjack vielleicht sogar einzumodden. Mal sehen. Aber so dürfte es funktionieren. Wir starten. Also für die Mission sind wir mehr als ausreichend mit Tonnage ausgestattet. Wobei ich mal gehört habe, dass wenn man selber entsprechend viele schwere und überschwere Mechs und so mitnimmt, dass das auch ein bisschen die Gewichtsklasse der Gegner erhöht. Es kann manchmal in Missionen, wie ich das auch schon erlebt habe, meines Erachtens, auch dafür sorgen, dass auch sehr leichte Missionen plötzlich sehr schwere Mechs haben. Dafür dann aber nur einen oder so. Was eigentlich ganz gut ist, weil man dann natürlich diesen Mech ziemlich gut ausschlachten kann. Wenn das stimmt, das. Ich habe mich nur mal irgendwo gelesen. Also nicht, was ich gerade gesagt habe, sondern was ich davor gesagt habe, dass halt die eigene Gewichtsklasse auch eine gewisse Auswirkung auf die Mission hat. Wir konnten endlich das Terri nee, die Terroristen Canopus ausspüren, die für einen Angriff auf eine unserer Einrichtungen verantwortlich sind, bei dem viele Menschen ums Leben kamen. Es sind zwar nur zwei, aber sie sind extrem schwer bewaffnet und äußerst gefährlich. Also zwei Gegner, okay. Weshalb wir uns an sie wenden. Wir haben einfach nicht genügend Streitkräfte, um sie aufzuhalten, bevor sie erneut zuschlagen. Da habe ich eine gute Hoffnung, dass das vielleicht etwas schwere Battlemechs sind und wir ein paar gute Teile bekommen. Gut. Dann klinke ich mich aus und wir hauen diese Mission auch noch durch. Ich hoffe, du stürzt gerade nicht ab, denn ich sehe gerade einen nicht weitergehenden Ladebalken. Und es dauert gerade ein bisschen sehr lange. Ich habe nicht gespeichert. Ich glaube, er macht Autosaves, wenn ich zwischen den Welten reise, aber mir wäre natürlich lieber, dass es sich noch. Ah, es fängt sich. Okay. Puh. Okay. Initiated. Nein, was? Nein, wir sind doch hier, um zu helfen. Nein. Hä? Sie ist in den Rücken gefallen, war keine Absicht, okay. Ja. Ach, scheiße, Mann. Jetzt muss ich gegen Capella kämpfen. Oh, wie doof. Ja, gut, die wissen halt auch nicht, was los ist. Wahrscheinlich ist es uninformiert und jetzt. Das ist unangenehm, aber kann passieren natürlich, ne? Kann passieren. Wir sind inoffiziell. Na, mal sehen. On my way. Got a sensor trace. All right.
Gott, ist das dumm, ey. Ja, das ist so richtig so bürokratischer Müll, der hier wohl passiert ist, oder? Hier kommen wir her, um die Verbrecher zu erledigen, und die selber kommen auch mit einer Truppe hierher und die wissen nichts davon und jetzt. Scheiße. My armor's getting stripped off. Moment mal, wo er jetzt steht, ne? Ist er nicht tot? Ich glaube, wenn die Landungskraft jetzt auf ihn runterfällt, ist er tot. Das wäre jetzt der Oberwitz, wenn der einer der Typen sofort stirbt. Der hat übrigens einen Black Knight. Das ist schon heftig, ey. Was hat der andere? Können wir schon sehen? Ne, noch nicht. Standing by. Move order received. Eben schauen. Na, was hast du Schönes? Ein Katapult. Och, wie schön. Süß. Taking the shot. Reporting light damage. Orders? Move into position. Roger that. Engaging target. Der Typ ist auf den Transformator gesprungen. Ich schieße auf den Transformator. Moment. Roger that. Rot it down, Commander. Was haben sie sich eigentlich gedacht, diese Liao-Truppe? Ich hier sehe die jetzt als abtrünnige Liao an, als Vollidioten oder so, keine Ahnung, als völlig unfähig, die auch direkt bestraft worden wären vom Oberkommando. Nicht nur, dass sie uns hier auf die Füße treten, ja, uns treuen Liao-Anhängern, sondern sie kommen hier mit vier leichten Mechs, um einen Katapult und einen fucking Black Knight anzugreifen. Und er hat sie übrigens überlebt. Ich dachte, diese roten Zonen sind Todzonen, wenn da was drauf knallt. Aber anscheinend nicht. Oder vielleicht für Bots nicht, keine Ahnung, für die KI nicht. Wäre natürlich sehr unfair. Waiting for orders. Copy that, Commander. Engaging target. Critical hit, Commander. Internal structure damage. Standing by.
Heading out. Good to go. Negative damage. I repeat, negative damage. Was ein Chaos das hier ist. Ein einziges Chaos. Aber naja, wir werden es bereinigen. I'm receiving you. Ich versuche mich gerade ein bisschen zurückzuhalten, weil ich hoffe, dass sie sich ein bisschen mehr gegenseitig beschießen, weil ich will die Schütze nicht abbekommen von allen, ne? Yeah, Commander. Location confirmed. Acknowledged. Solid connection on that one.
think they can hurt me. Standing by. On my way. Giving them everything I've got. Reporting critical hit. Commander? Coordinates received. Acknowledged. Negative damage. Repeat. Negative damage. That shot got past my armor. Light damage. Holding firm. I'm showing minor damage. Commander? Position confirmed. Affirmative. Warning. Armor low. Engaging multiple targets. Yes, Commander. On my way. Acknowledged.
I'm here. Affirmative. Gott, die wollen mich gerade irgendwie alle tot sehen, kann das sein? Engaging multiple targets. Waiting for orders. On the move. On it. Ich hab schon wieder. Das ist das zweite Mal, dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Auswahl der Ziele. Mein Fehler anscheinend. Copy that. Warning. Armor breached. Internal damage. Ja, das ist heute auf jeden Fall die große, lange Extra-Folge, ne? Extra-Sonntags-Folge. Merkt schon. Yes, Commander.
Target in for physical attack. That's a kill. Receiving you. Schade, ich hatte gehofft, dass wir ihn nicht so töten. Dass ich jetzt so mit ihrem Torso-Kick machen würde. Naja, ich hätte gerne ein paar mehr Teile von ihm bekommen. Also zwei oder so. Machst du nix. On my way. Multiple targets confirmed. I hope we can salvage that. Ja, wie gesagt, das sind irgendwelche Abtrünnigen. Das kann ja keine offizielle Layout sein. Wahrscheinlich haben sie deswegen nicht reagiert. Ist wahrscheinlich nur unter der Flagge getarnt, diese Bastarde. Die müssen erledigt werden. I'm showing minor damage. I'm receiving you. So, hau ihn weg und haben es geschafft. Warten eine Mission. Target locked. Need a new target. Ja, ja, nix. Ist viel komplizierter als das. Mission successful. Und selbst wenn ich jetzt Reputation Loss bekomme, bei Leo wäre schnell wieder auszugleichen. So schnell würden wir da nicht mehr. Also wir fallen aus der Loyalität nicht mehr raus so schnell. Aber wir kriegen bei denen auch kein Minus, wie man sieht. Ne? Die wissen selber, dass es nicht unser Fehler war. Und wahrscheinlich denken sie sich so, wir sind viel wertvoller als diese komische leichte Lanze, die ernsthaft glaubt, Black Knight mit einer leichten Lanze besiegen zu können. Weil hätten die vier es versucht gegen die beiden, hätten nicht gewonnen. Niemals. Wenn der Black Knight die vorne beschäftigt hätte und der Katapult von hinten bombardiert hätte, die wären völlig aufgerieben worden. Für die Schäden muss ich trotzdem selbst aufkommen, aber wenigstens keine schlimmen Schäden. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Wir nehmen auf jeden Fall den Black Knight mit. Ich hätte gern zwei Teile bekommen. Ich hätte extra deswegen hier auch einen zweiten Platz gehabt, aber naja. Den Katapult haben wir jetzt ja mittlerweile. Dann baue ich lieber einen Panther fertig. Den kann ich demnächst verkaufen. Obwohl das eigentlich dumm ist, aber ist egal. Machen wir. Jetzt haben wir es eh gemacht. Hauptsache wir haben Black Knight Teil, was ganz cool ist. Gut, die Folge ist mehr als lang genug. Das war auf jeden Fall jetzt die drei Folgen, die ich geplant hatte zu machen, so als kleines Revival für dieses LP. Wie gesagt, bei Lust und Laune mache ich dann nochmal solche Dreier-Packs für irgendwelche Wochenenden. Ob es jetzt nächstes Wochenende schon der Fall sein wird, weiß ich nicht, das hängt immer von Umständen ab. Aber ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen mit den Füchsen, weil ich will diesen verdammten, verfluchten Grasshopper haben, dann würde ich zufrieden sein mit meiner Kernlanze und dann will ich nochmal so einen richtig coolen DLC-Auftrag machen. Das wäre eigentlich nochmal ganz nice. Den Panther haben wir mit Sicherheit auch schon, den können wir auch direkt verschrotten. Aber wir haben schon echt mittlerweile wieder gut Geld angesammelt. Ich sollte vielleicht wirklich mal gucken, ob es irgendwie einen Ort gibt, wo die Leute wissen, dass da irgendwie, ja, Locusts sind.
Locusts, nicht Locusts, zum Himmels Willen. Grasshopper. Und dann holen wir uns die direkt. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen restlichen Abend, Tag, was auch immer ihr gerade habt. Und wir sehen uns in anderen Projekten oder auch vielleicht in Zukunft mit ziemlicher Sicherheit auch mal wieder hier bei BattleTech.